Hallo und willkommen zu einem neuen Let's Play. Das wird in einem Part durchgespielt. Das ist Tower Tactics und das ist total cool. Denn da muss man so viel zerstören, wie es geht. Platziere Bomben auf den Balken, drücke Bomben, um sie zu zünden. Spiel starten. Und ich habe schon alles einmal gespielt. Das sind nicht viele Level, das sind 10 Level. Und das machen wir schnell. Wir müssen diese Dinger hier hochsprengen. Mit den Sprengsätzen. Und es soll halt die Punkte erreichen, und das da helfen halt, wenn man die Häuser zerstört. So. Das sind bei den ersten, ist es noch total simpel. Da seht ihr 2100. Das ist schon hier optimale, glaube ich sogar. Ne, zwar nicht ganz optimal, aber ist schon ziemlich gut. Jetzt muss man hier gut machen, wenn man das so macht. So, Bomben. Und zack. Hat man die Punkte schon. Okay, ja, da hat man die Punkte. Da sind die Punkte, ne? Mhm. Und auch zum nächsten Level. Denn dieses habe ich auch gemeistert. Nächstes Level. Was machen wir jetzt hier? Dann machen wir Bumm. Bumm, Bumm. 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 Und Cowboy. War es gut? Ja, es war wieder prima. Wieder die Punkte erreicht. Die ersten Level sind noch ziemlich einfach, aber jetzt gleich wird es halt immer schwerer. Das ist logisch. Das ist bei den Spielen ja so. Das ist normal, dass es so funktioniert. Dann machen wir das so. Da haben wir die Punkte, genau. 1250, das war nämlich gerade irgendwie voll schlecht. Keine Ahnung warum. Aber Hauptsache, wir haben die Punkte halt, ne? Ja, mach weiter. Los. Weiter. Ja. Nächster Level. Jetzt müssen wir auch schon aufpassen, dass wir da noch, Autos weiter stören. Und damit weiter. Das sieht schon ziemlich gut aus. Jetzt müssen wir nämlich nur noch das eine Haus zerstören. Und das haben wir, genau. Okay, da haben wir die Punkte auch wieder raus. Super Spiel, also ich liebe das Spiel. Mhm. Halt nur kurz hier auf der Seite, aber mehr will ich euch nicht zumuten von meinen Tactics. Nächstes. Wir haben alle Autos zerstört, die es gab, und alle Häuser. Das ist. Du bist ein Sprenggenie. Das muss man jetzt sagen, das war das Beste, was man da machen konnte, was ich gerade geschafft habe. Machen wir den hier mal. Und zack, so einmal. Und jetzt hoffen wir, dass es noch da ist. Das Auto wurde einfach mal nicht getroffen. Und wir haben die Punkte wieder gepunktet. Ich weiß gerade gar nicht, in welchem Level wir schon sind. Aber lange haben wir noch nicht gespielt. Und ich glaube, das ist schon das letzte Level gerade. Und kaputt. Das muss. Nee. In die falsche Richtung. Es ist in die falsche Richtung gekippt, aber die Autos waren schon gut, nur halt kein Haus, ne? Verdammt. Nochmal. Da war ein Fail bei. Oh no. Verwutscht. Wieder zwei Häuser und diesmal in die richtige Richtung. Und diesmal hatte ich sogar direkt die. Keine Ahnung, wie die Punkte zählen. Aber das war dann. Ich glaube schon das letzte Level, ne? Nein, noch nicht. Oh ne, das ist noch lange nicht das letzte Level. So. Jetzt haben wir das Auto kaputt gemacht und die Punkte haben wir. Yay, das war auch dieses Level. Nächstes Level. Kabusch, 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 kabusch. War das denn voll? Ich weiß es nicht. Man munkelt. Ein Auto zerstört und jetzt die Häuser. Dann nur noch das eine Haus dann wären. Ah ne, die Punkte sind drin. 1400. Ich dachte, das wären 1450, die man gebraucht hätte. Hat aber gepasst. Ich glaube, das ist jetzt das letzte Level. So, und jetzt warten wir und jetzt machen wir alle Autos kaputt und dann noch die Häuser.
die Häuser. Egal, haben wir das Level nicht optimal geschafft. Alle Autos, aber ein Haus zu wenig. Und somit haben wir jetzt das Spiel durch. Danke fürs Zusehen und wir drücken auf Beenden und sagen Tschüss. Also noch nicht Tschüss, aber... Wow, Spiel abgeschlossen. Hier sehen wir jetzt mal Punkte 15.200. Wer mich überbieten kann, macht meine Videoantwort mit dem, wo ihr mich hier überbietet habt. 15.200 Punkte, ja. Na, überbietet mich mal. 15.200 hier. Tschüss. Vielleicht bekommt der Gewinner ja übrigens was, ne?